Das ist ja auch hübsch hier. Was macht ihr hier? Ob das so richtig ist, was ihr da macht. Was ist mit euch los? Okay. Was haben wir denn hier? Okay, hier geht's wieder raus. Hey, was sind das denn für Viecher? Sehen aus wie so. Ja, weiß ich auch nicht. Trolle. Irgendwas. Mit. Ich kann doch gar nicht mit dem reden. Da oben irgendwo. Da. Bitte? Gehen Sie, Mensch. Sagen Sie, Captain Gavorn, wir haben heute niemanden getötet. Wer ist Captain Gavorn? Ich kenne keinen Captain Gavorn. Warum sollte ich ihm irgendwas sagen? Traue Ihnen nicht. Sagen Sie, Gavorn, wir kennen seine Tricks. Wir haben heute niemanden getötet. Wie viele Vorcher leben hier? Es scheint auf Omega ziemlich viele Vorcher zu geben. Ah, weggehen! Zu viel reden! Gavorns Männer kriegen uns nicht. Wir gehen. War nett, mit ihnen zu plaudern. Nicht mehr reden. Wir kennen Gavorns Tricks. Wir gehen. Okay. Dieser Ort. Wie kann man jemanden einfach so verrotten lassen? Sie verstehen es nicht, oder wollen Sie nur nicht? Ist das wirklich wichtig? Nein. Omega arbeitet schon seit sehr langer Zeit so. Das ändert jetzt niemand mehr. Was haben wir denn hier? Bergungsgut. Stöbern. Munition für schwere Waffen. Guck mal einer an, was wir hier haben. Das nehmen wir doch direkt mit. Okay, Munition, schwere Waffen. Ja, so viel Geld haben wir doch gar nicht mehr. Hallo. Hallo. Haben Sie vielleicht Interesse an geborgener Tech? Jeder Credit ist für ein Ticket, das mich von diesem schrecklichen Felsen runterbringt. Wie wär's mit einem Deal? Ich kaufe viele Teile und Ausrüstung. Vielleicht könnten wir ein Abkommen treffen. Naja, Sie sehen ja durchaus ehrbar aus. Aber Sie dürfen Harrod kein Wort davon verraten. Versteht sich. Dann sind wir im Geschäft. Vielleicht kann ich wenigstens Ihnen was verkaufen. Warum sind Sie hier? Was hat einen netten jungen Mann wie Sie nach Omega verschlagen? Meine Pilgerreise. Nach wenigen Tagen wurde mein Geld gestohlen. Also beschloss ich, Bergungsgut zu verkaufen. Sie sehen ja, was daraus geworden ist. Harrod zwingt mich zu hohen Preisen und ich kann mir nicht mal das Ticket leisten, um von hier zu verschwinden. Erzählen Sie mir von Harrod. Warum kontrolliert Harrod Ihre Preise? Harrod hat mich schwören lassen, dass ich ihn auf keinen Fall unterbiete. Er war zuerst hier, also ist das sein Recht. Aber keiner kauft bei mir, weil er viel billiger ist. Ich kann nicht genug Geld für ein Ticket sparen, um von der Station runterzukommen. Soll ich mit dem reden oder soll ich ihm das Ticket zahlen? Ich kann das Ticket bezahlen. Wie viel brauchen Sie, um von Omega wegzukommen? Dafür brauche ich immer noch 1000 Credits. Aber ich würde das nie von Ihnen annehmen. Es war mein Fehler auf meiner Pilgerreise. Also ist es auch mein Problem. Okay. Ich könnte aber mit Harrod reden. Ich könnte mit Harrod reden, damit er mal ein bisschen lockerer wird. Ich halte Sie nicht davon ab. Wenn Sie ihn dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen, komme ich vielleicht endlich von dieser Station runter. Sein Laden ist die Rampe hoch, in der Nähe von Marshs Geschäft. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie irgendwas erreichen.
Okay, auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Bitte sehen Sie an meinem Kiosk nach, was ich alles zu verkaufen habe. Und vielen Dank. Weil... Ich möchte ihm ja nicht seine Pilgerreise kaputt machen. Position für schwere Waffen, hat er das für die Rolle Granatwerfer. Na gut. Dann reden wir jetzt erstmal mit Harrod. Da, die Treppe, die Rampe oben. Hier irgendwas? Wie rein? Aber können wir schon speichern. Ja, das geht. Ja, die Fackeln. Marsch. Was haben wir denn hier? Stimulationsleitungen. Eine Reihe von Beryllium- und Wolframschienen unterstützen und verbessern in Kombination mit Mikroservos kurzzeitig die natürliche Bewegung des Trägers. Ursprünglich von der Sirta Foundation für Rettungsoperationen entwickelt, wurde sie inzwischen für militärischen Einsatz angepasst. Erhöht Sturmlaufgeschwindigkeit um 10%. Kleines Modell eines Turianischen Kreuzes, okay. Schlüpfrige Alien-Zeitschrift. Oh, Fornax. Nee. Ach. Okay, erstmal mit dem Marsch reden. Ich hab vielleicht auch was für Menschen. Allerdings nicht viel. Warum sollte ich hier einkaufen? Ich bin heute in Spendierlaune. Aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden. Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden. Außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt. Ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben. Können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? Hören Sie, mit dem Schwarzmarkt kann ich nicht konkurrieren. Ich muss auch Gewinn machen. Ich werde mein Möglichstes tun. Aber sagen Sie es niemandem, sonst geht's mir an den Kragen. Okay. Was? Das parlamentarische Unterkommando. Nee, ich wurde nicht auf Omega gesehen. So. Seht ihr, das haben wir schon ein bisschen günstiger. Jetzt können wir das nämlich alles kaufen. Was? Ich hab nichts gekauft. Wieso? Habt ihr was gesehen? Nein. Ach, Quatsch. Ach, was ihr wieder gesehen habt, ich hab auch nichts gemacht. Ich hab hier doch nur. Hier so ein Schiff gekauft. Okay, wo haben wir denn jetzt hier? Das ist Harrod? Will der mich verarschen? Na gut, stöbern wir erstmal. Wieso? Erhöht den Kopfschuffschaden um 10%. Mit dieser Entwicklung von Arikade Technologies taucht der Träger umfassenden Schutz gegen erhöhte Sichtweite, uneingeschränkte Beweglichkeit und erhöht Präzision. Ein Gate-Schiff. Kleines Modell eines Gate-Kreuzes, wie sie an der Schlacht um die Zitadelle beteiligt waren. Kondensatorenbrustplatte, die von Armax Arsenal entwickelte Mikrospeicher, nehmen einen Teil der auf der Panzerung treffenden Energie auf und lösen damit den Aufladezyklus der kinetischen Barriere aus. Reduziert die Verzögerung, bevor ihre Schilde beginnen, sie zu regenerieren. Um 10%. Okay. Na gut, dann reden wir erstmal mit ihm. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Was haben die anzubieten? Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich. Bergungsgut. Alles Mögliche. Das meiste davon legal. Mhm. Voller Stolz. Ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Mhm. Günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Naja, reden wir mal über den Quarianer. Erzählen Sie mir von Ihrem Deal mit dem Quarianer da drüben. Misstrauisch. Wenn es einen solchen Deal gäbe, würde ich ihn sicher nicht mit Ihnen diskutieren. Anklagen. Der raucht sogar. Ich wüsste allerdings nicht, was Sie das angeht. Nicht? Den Quarianer lässt jetzt in Ruhe. Wir beide könnten doch einen Deal machen.
Sie lassen ihn seine eigenen Preise festlegen und ich breche Ihnen nicht die Beine. Mit kaum verhohlener Angst, Sie sind ein harter Verhandlungspartner, Mensch. Ich habe noch nicht mal angefangen. Resignierend. Also gut, ich enthebe den Quarianer von seinem Versprechen. Persönlich, um zu beweisen, dass es keine Feindseligkeit zwischen uns gibt, biete ich Ihnen einen Rabatt auf meine Waren an. Was haben Sie anzubieten? Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich, Bergungsgut. Ach, alles das haben wir schon. Okay. Voller Stolz. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich. Einen schönen Tag noch. Ja. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Ja, ich kaufe jetzt erstmal den Visor. Das Schiff nehmen wir auch mit. Und ja, dann nehmen wir auch mit. Das Heckmodell. Das können wir uns natürlich nicht leisten. Verdoppelt das Zeitlimit für einen Heck. Ich komme wieder. Aber erstmal reden wir mit dem jungen Mann da unten. Damit er weiß, dass er nach Hause gehen kann. Sobald er seinen Preis, seine 1000 Kredite zusammen hat. So. Ich habe gehört, dass Sie mit Harrod gesprochen haben. Mhm. Ich danke Ihnen vielmals. Bitteschön. Wenn das so weitergeht, kann ich die Station bald verlassen. Das ist schön für Sie. Passen Sie auf sich auf. Sie auch. So. Soll er seine Pilgerreise vernünftig zu Ende bringen. Was haben wir denn hier? Okay, hier geht's nach oben. Will ich hier hoch? Keine Ahnung, was ist denn hier oben? Wo sind wir hier? Ach, hier sind wir. Okay. Marketplace. Wir gehen aber erstmal wieder hier lang. Weil ich denke, dass wir hier zu dem Raum kommen, wo wir gerade waren. Oder? Bereut! Das Ende ist nah! Aha. Ah, ja, okay, genau. Hier waren wir gerade eben. Okay, dann haben wir das. Da waren wir, da oben waren wir noch nicht. Machen wir da nochmal kurz hin. Und dann reden wir mal mit dem komischen Typ wieder. Türsteher, moin! Was wollen Sie hier? Was ist da hinten? Was ist hinter dieser Tür? Der VIP-Bereich des Clubs. Für Gäste mit dem richtigen Namen. Wollen Sie was? Lassen Sie mich rein. Ich würde gerne an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Auf der Hauptebene des Afterlife gibt's gute Drinks und noch bessere Musik. Also darf ich nicht rein. Was wollen Sie hier? Ich will rein. Ich würde gerne an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Na gut. Ich bin Commander Shepard. Ich komme wieder. I'll be back. So. Dann haben wir hier noch den Propheten. Was hat er denn zu sagen? Bereut! Das Ende ist nah! Menschen sind ein Schandfleck für die Reinheit der Galaxie. Aha. Sie, Sir, Sie sind ein Schandfleck! Warum? Und Sie, Mensch! Und Sie! Die Proteaner haben die minderwertigen Spezies verstoßen. Organer, Vorcha und Menschen. Und so hausten sie im Dreck, auf Welten aus Schmutz und Kot. Und dort lagen sie, bis sie zum Himmel hinauf stolperten. Die minderwertigen Spezies werden unser Untergang sein. Das Wort ist da ganz klar. Ach so, und ihr seid perfekt, oder was? Möge niemand vor meinem Angesichte weiterleben, dessen Unreinheit mir missfällt. Das Wort ist da ganz klar, Freunde. Die Menschen sind Handlanger der Reaper. Bitte? Und wollen die Galaxie ins Verderben stürzen. Sie sind verrückt.
In Wort, Sünder, ich verstoße Sie in die kalte Schwärze. Ich erkläre Sie für unrein. Bringet zu mir die Kinder, damit ich sehe, wie sie zu Soldaten heranwachsen und für die Sache kämpfen. Johannes, der Weg ist klar, meine Freunde. Greift für das Wort zu den Waffen oder zieht seinen schrecklichen Zorn auf euch. Das Ende kommt nicht mit einem großen Knall, sondern mit einem Seufzer. Wer seine Gliedmaßen im Brunnen der Sünde badet, muss mit Feuer, Öl und Waffengewalt zur Reue gebracht werden. Fleischeslust und primitive Bedürfnisse dürfen uns nicht zu Sünde und Gleichgültigkeit verleiten. Das Wort stellt Forderungen und verlangt Gehorsam. Okay. Und auf dieser großen Station werden die Reinen zurückgewiesen werden. Und die Minderwertigen werden ihren Platz im Himmel erhalten. Und das wird der Anfang vom Ende sein. Das Ende wird über uns kommen. Bereut und führt eure Seelen zurück zur Herrlichkeit. Dann frage ich mich, was du hier in diesem Drecksloch machst. Menschen sind ein Schandfleck. Na gut. Wenn er sagt, wir sind ein Schandfleck für die... Beschwerden sind sinnlos, Mensch. Wir haben eine Seuche. Niemand kommt rein oder raus. Sie müssen mich reinlassen. Ich wohne da drin. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Lady. Wenn Sie reingehen, werden Sie von den Wachen umgelegt. Okay, das wollen wir ja auch noch nicht machen. Wir wollen ja zuerst zu Archangel. Und das werden wir jetzt tun. Sind ja lang genug hier umgeeiert. Für die Geiseln, die beim Angriff der Batterianer auf Terra Nova gestorben sind, wird heute eine Mahnwache bei Kerzenlicht abgehalten. Oh. So, Gavorn. Captain Gavorn, Chef der Watcher-Einsatztruppe. Haben Sie etwas zu berichten? Was haben die Watcher vor? Es gibt hier ziemlich viele Watcher. Was haben die für einen Plan? Watcher? Plan? Sie sind eine Plage, sonst nichts. Wenn die anfangen würden zu denken, hätten wir alle ein großes Problem. Mhm. Was genau ist Ihre Aufgabe hier? Die Watcher in Schach halten und dafür sorgen, dass Arya sie nicht zu sehen bekommt. Das war's schon. Okay, naja, dann auf Wiedersehen. Ich gehe dann mal. Weitergehen. Hätten wir vorher mit ihm reden sollen. Das wäre bestimmt besser gewesen. Naja, gut.